Hallo liebe Fruchtbarkeitsfans und herzlich willkommen hier im Interview mit der Christine. Hallo Christine. Hallo Anne. Du hast eine ganz besondere Geschichte zu erzählen und vielleicht kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen für alle, die zuschauen. Ja, mein Name ist Christine und ja, ich lebe hier mit meiner Familie in Leipzig, mit meinem Partner und zwei Kindern. Der Große ist 4,5 und das Baby ist jetzt 7 Monate alt. Ja, ich habe einen medizinischen Hintergrund, habe Medizin studiert, das ist vielleicht dann nochmal später interessant im Gespräch. Genau. Also du hast gesagt, dein letztes Kind oder dein jüngstes Kind ist 7 Monate und da warst du, glaube ich, schon 41, als du schwanger geworden bist, stimmt das? Ich habe den Aaron mit 40 bekommen und bin 40 geworden, wo ich mit dem Aaron schwanger war, genau. Und wie war das so? Also hat es irgendwie länger gedauert, bis du schwanger geworden bist, im Vergleich jetzt zum ersten Kind? Ja, genau. Also das erste Kind, der Große, der kam sehr überraschend, sehr schnell, gegen dem Normalen, was ich im Studium gelernt habe. Also Eisprung, wann der ist und so. Der kam aus der Reihe zu mir und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Das war der Große. Beim Kleinen war es halt so, dass wir schon noch ein Kind wollten, dass der Große nicht alleine aufwächst als Einzelkind. Da war es so, dass da sich ein Dreivierteljahr nichts tat. Und das war halt ungewöhnlich, so als Gegenerfahrung zum ersten Kind. Jetzt nochmal kurz, wie alt warst du beim ersten Kind? Beim ersten Kind war ich 36. Also mit 35 empfangen und mit 36 bekommen, genau. Du hast auch, so wie ich es ja auch habe, Hashimoto. Wie hast du das erlebt? Also wie bist du damit umgegangen in der Schwangerschaft und vorher? Hast du da irgendwie dich behandeln lassen? Ja, das war aber schon eine Weile vorher. Habe ich mein TSH einfach so um 1 eingestellt. So. Ja, weil von den Laborwerten beginnt es ja schon bei einem höheren Wert, dass der sein darf. Aber irgendjemand meinte irgendwann mal, der sollte schon so um 1 sein, damit man auch schwanger werden kann. Das war noch vor dem ersten Kind, habe ich das so reguliert. Genau, und ich nehme L-Tyroxin in einer bestimmten Mikrogrammzahl und habe das während der Schwangerschaft angepasst. So ein bisschen nach Gefühl, ja. Also das ist jetzt nicht für die Schulmediziner, aber so ein bisschen nach Gefühl, wo ich gedacht habe, oh, ich fühle mich jetzt irgendwie so in Richtung Unterfunktion, da habe ich es dann einfach erhöht und jetzt in der Stillzeit brauche ich auch immer noch mehr. Aber ich bin nicht so ganz zufrieden mit der Einstellung. Also mit dem, das ist so, diese Hashimoto-Erkrankung oder diese, zählt ja zu den Autoimmunerkrankungen, was man da jetzt braucht und nicht braucht. Ich glaube, das ist ausprobieren. Ja, also ich habe in der Schwangerschaft dann halt auch viel mit zusätzlichen Vitaminen und Mineralien gearbeitet. Und habe mich mit dem Bioscan testen lassen, ich sag mal so alle 2 Monate oder wenn ich das Gefühl hatte, oh, ich fühle mich so schlapp und da hat sich auch immer wieder was gezeigt, ja, dass da irgendwie Zink fehlt oder irgendwas und so habe ich mich da mit auseinandergesetzt, ja, also so, dass einfach, wenn Dinge gefehlt haben, die sicherlich auch mit dieser Erkrankung zu tun haben, auch viel Vitamin C zu mir genommen, also regelmäßig einfach, das hat sich da gespiegelt. So, ja, ich habe jetzt keine andere Laborwerte bestimmen lassen. Ja, also genau. Was ist jetzt genau dieser Bioscan? Jetzt irgendwie über Skalarwellen. Und du musst halt kein Blut abnehmen, sondern du hast deine Hände an so einem Gerät und der misst halt das System. Also unheimlich viele Daten kann der abrufen. Und weil ich das regelmäßig mache, habe ich da auch einen Vergleich. Also habe ich Vergleichswerte, beziehungsweise dieser Rechner hat Vergleichswerte und weiß dann, brauche ich mehr, brauche ich weniger, so. Und wenn im Bioscan halt eine Anämie beziehungsweise ein Eisenmangel da war, dann war das auch im Blut so. War das Einzige, was ich so in der Schwangerschaft dann am Ende mal geguckt habe. Also das ist ein ganz interessantes Gerät und ich habe das selber nicht, aber eine Bekannte von mir hat es und da kann ich regelmäßig hingehen. Genau, kann ich da schauen, genau wie ich da eingestellt bin. Super wichtig, auch wenn man nicht schwanger ist und wenn man, also finde ich ganz wichtig. Weil die Nährstoffe in der Nahrung, die sind einfach nicht mehr so enthalten, ob ich jetzt Bio kaufe oder in einem normalen Supermarkt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, da zu schauen, wie ich da genau das reguliere, das in der Norm ist. Du hast gesagt, dass du ein Dreivierteljahr erstmal nicht schwanger geworden bist, von einfach so probieren. Mhm. Hast du dann angefangen, irgendwie den Zyklus zu beobachten, um nochmal zu gucken, ob da alles okay ist oder ob ihr zur richtigen Zeit Sex habt, sage ich mal? Das ist eine selbstverständliche Beobachtung, finde ich. Also das hat nichts mit Kinderkriegen zu tun oder so, sondern das hat für mich was mit Frausein zu tun, dass ich ungefähr weiß, okay, ich habe einen regelmäßigen Zyklus, den hatte ich schon vorher und ich spüre meinem Körper so, wann es in Richtung Eisprung geht und wann es in Richtung Menstruation geht. Ich halte das für eine ganz selbstverständliche Angelegenheit. Genau. Ja. Ja, und dann hast du auch noch was ganz Spannendes gemacht, eine Gebärmutterreinigung. Ja, das ist für alle interessant. Ich habe jetzt auch noch ein Interview dann bald draußen oder schon draußen. Musst du mal gucken, wie in den Infokarten. Zu der Frau, bei der du das gemacht hast. Mhm. Und vielleicht kannst du mal kurz für alle erklären, die nicht wissen, was das bedeutet. Gebärmutterreinigung hört man ja nicht so oft. Was das bedeutet und wie das ablief. Ja, ich war bei der Aila, einer sibirischen Schamanin, und habe eine Gebärmutterreinigung mitgemacht, beziehungsweise zweimal. Das erste Mal war im Rahmen eines Wochenendseminars Kraft der Ahnen. Da hatten wir diese Gebärmutterreinigung gemacht. Das waren vielleicht so 20, 30 Frauen in einem Raum. Es wurde getrommelt und wir hatten die Anleitung, tief zu atmen, aus dem Unterbauch heraus, durch den offenen Mund. Und damit stiegen halt auch alte Emotionen auf und die durften dann auch mit Tönen oder Schreien aus einem heraus. Ich habe das als sehr kraftvoll erlebt, als eine großartige Erfahrung, also vor allen Dingen das erste Mal. Es war einfach sehr urweiblich mit anderen Frauen in ihrem Reinigungsprozess und ihrem Schmerz auch in einem Raum zu sein. Und es war Herbst und wir haben so eine Energie in diesem Raum gehabt, dass die Scheiben von innen beschlagen sind. Ja, also es war, jede Frau war irgendwo für sich, aber es war auch eine Gemeinschaft spürbar, ja. Also wenn zum Beispiel ein großer Schmerz hochkam und ein dementsprechender Schrei, so habe ich das erlebt, haben die anderen wie geantwortet, also haben auch ihr es gespürt und es war also unglaublich. Ja, man ist halt voll angezogen und wie gesagt, man atmet. Es ist jetzt nichts, was schwierig zu bewältigen ist aufgrund von Scham oder so, sondern es ist ganz einfach. Jede Frau kann das machen und das, was kommen möchte, das ist da. Also manche Frau atmet nur, manche Frau ist ganz ruhig in sich und manche Frau fängt an zu schreien. Das ist ganz unterschiedlich. Und es gibt aber auch Frauen, die haben dann ein Schwindelgefühl und müssen von den anderen gehalten werden, ja, die dann einfach drohen, ohnmächtig zu werden, aber die werden auch gehalten. Also es ist hat ganz verschiedene Facetten. Okay, wie habt ihr das genau mit den Trommeln gemacht? Die Aila und ihr Team, die haben trommelt. Also selber ist man so in einem tiefen Prozess, da haben wir jetzt nicht mitgetrommelt, sondern sind einfach diesen Anweisungen gefolgt, tief zu atmen, uns einzustellen auf unsere Gebärmutter und so weiter. Mhm. Wo war das nochmal, in welcher Stadt? Das erste Mal war damals in Berlin oder bei Berlin und das hat mich aber so beeindruckt, dass ich später die Anfrage bekommen habe von der Aila, ob ich mir vorstellen kann, das in Leipzig zu organisieren. Mhm. Und das habe ich dann gemacht, zum zweiten Mal. Habe ich selber organisiert und da waren irgendwie so 43 Frauen zusammengekommen in einem Raum und es war schon unglaublich kraftvoll und schön. Danach bin ich schwanger geworden. Nachdem ich es selber organisiert habe, miterlebt habe, danach bin ich sofort schwanger geworden. Genau. In dem Zyklus noch. Wahnsinn. Okay. Ja, absolut. Ja, also es hat ja auch, wie sicherlich Aila dann auch berichtet, also es berichtet sie immer bei dieser Gebärmutterreinigung, das hat halt so einen Theorieteil, dass es halt mehr ist als Reinigung, sondern dass es eben auch um Abtrennung von alten Partnern geht, die uns unheimlich viel Energie kosten. Und das ist was ich schon der Meinung bin, gespürt zu haben, dass ich danach einfach mehr Energie habe, weil ich als Frau nicht mehr diese alten Partner mit Energie fütter, sondern dass die Energie bei mir bleibt oder in meiner Familie oder in meiner Partnerschaft. Also ich bin auch dadurch emotional stärker geworden. Genau, ich kann mehr halten. Also so diese Anforderung von 2 Kindern und allen möglichen Dingen, die auf einen einwirken. Ich kann einfach mehr in der Ruhe bleiben so, und fall nicht so schnell in irgendwelche Emotionen, die ich gar nicht fallen möchte. Da habe ich auch, also dadurch habe ich mehr Kraft gespürt. Genau. Mhm. Und das war so, das erste Treffen war mit mehreren und das zweite war dann mit dir alleine oder war das auch? Nee, das war, genau, es war beides mit mehreren. Bloß das erste, da war ich, das war mein erstes Seminar bei der Aila und beim zweiten Mal habe ich es selbst organisiert für 43 Frauen. Also wir waren beides in der Gruppe. Beim ersten Mal standen wir aber im Raum und hatten quasi schon ein Wochenende miteinander verbracht. Und das war, ich glaube, dadurch hat sich jede Frau noch mehr geöffnet durch diese Intimität, die über diesen Tag schon entstanden ist. Und das andere war ein Abendworkshop von so 2-3 Stunden. Und da waren wir einfach so viele in diesem Raum, dass wir das im Sitzen durchführen mussten, weil das hätte gar nicht anders gepasst. Genau, aber das spielt, also ich glaube, dass es keine Rolle spielt, ob wir stehen oder sitzen oder liegen. Das wird dann, glaube ich, nochmal auf einer anderen Ebene anders transformiert. Ja. Und wie hast du so viele Frauen zusammenbekommen? 43 sind ja schon ganz schön viele. Das ist das Thema. Das ist das Thema und dass es was mit mir gemacht hat, da muss ich gar nicht viel machen. Also ich weiß nicht, ob ich vielleicht 5 Flyer ausgehängt habe oder 10 oder also irgendwie so, nicht mehr, auf gar keinen Fall mehr. Genau, und dann kommt es zu mir. Ich glaube, dass jetzt noch mehr Bedarf da ist, weil am Anfang waren noch Frauen skeptisch und dann gibt es ja von den 43, können ja diese 43 auch ihren Freundinnen erzählen, dass da jetzt nichts Schlimmes passiert, sondern Atmen und Zusammensein da ist, dass man da ruhig hingehen kann. Und ich glaube, dass einfach der Bedarf über die Jahre eher steigt, dass die Angst und die Sorge viele Frauen abgehalten haben, dass nicht noch mehr gekommen sind. Ja, ich glaube, das ist etwas sehr Großartiges für Frauen. Auch, glaube ich, etwas, was regelmäßig durchgeführt werden darf, kann. Weil also eine andere Bekannte sagte, die hat halt gerade eine Entgiftung über Pflaster gemacht und die sagte danach, also sie hatte irgendwie ein halbes Jahr diese Entgiftung gemacht und jedes Mal waren einfach diese Entgiftungspflaster schwarz. Und nach dieser Gebärmutterreinigung war nichts mehr da. Vor einem Woche war nichts mehr da. Und dann ging es aber wieder los, einfach durch diese normalen Umwelteinflüsse. Ja, hat sie da dann wieder diese Scheidung gehabt. Aber eine Woche war gar nichts. Also es tut mehr als, also ich weiß natürlich nicht genau, was da alles passiert, aber es kann ganz viel ja, von uns nehmen. Mhm. Du bist ja Ärztin, hast du gesagt, und hast studiert. Und jetzt fragen sich vielleicht viele, ja, wie passt das zusammen? Also viele Mediziner und Medizinerinnen sind meistens, würde ich sagen, nicht so offen für Schamanismus. Mhm. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich darauf einlassen konntest, wolltest, wie auch immer? Also ich bin grundsätzlich ja sehr neugierig und den meisten Dingen stehe ich offen gegenüber und ich habe auch in der Medizin meinen Platz gesucht. Also ich habe in verschiedenen Bereichen gearbeitet, ob das jetzt Allgemeinmedizin ist oder Intensivmedizin und innere Medizin, Chirurgie, aber auch in der Verwaltung, auch in der Psychiatrie gearbeitet. Ich suche etwas, wo Menschen heil werden können. Und meine Erfahrung ist, in diesen ganzen Bereichen, in denen ich tätig war, konnte ich das, ich persönlich, nicht sehen. Also das war ein Teil, was mich irgendwo in so eine Krise gebracht hat, ja, so, wo ich dann nicht weiter wusste. Beruflich und privat und vielleicht auch körperlich, da kam, glaube ich, einfach ganz viel zusammen. Und wo ich mich auf die Suche gemacht habe, was gibt es noch? Und ich habe vorher schon prozessorientierte Homöopathie selbst erlernt und auch angewendet und auch in meiner Familie und mit mir selbst und da gute Erfahrungen gesammelt. Und das ist ja schon ein alternativmedizinischer Bereich. Und da war der Weg jetzt zum Schamanismus nicht mehr ganz so weit. Ja, und ich bin einfach gerne draußen in der Natur und ja, möchte einfach wissen, was Himmel und Erde zusammenhält. Ich bin einfach neugierig. So. Und da bin ich zur Aila gekommen, aber das war halt auch ein sehr intensives Gefühl. Also ich war auf der Suche und habe dann in einer Zeitschrift in Berlin Da war ich bei einer Weiterbildung Homöopathie und lese da oder sehe einfach nur dieses Bild. Und da ging es um die Ahnen und dann habe ich gedacht, ich muss hier einen Einzeltermin machen. Das habe ich noch nie gemacht. Also das war so ganz, da war ich noch so weit weg davon und trotzdem fühlte ich mich gerufen und bin dann zu Aila und die sagte dann, ja, das wäre gut, wenn ich dieses erste Ahnseminar mitmachen würde. Und da habe ich gesagt, ich habe doch keine Zeit und es geht nicht. Und sie hat sich das einfach nur angehört. Und irgendwann war die Konsultation dann zu Ende und ich war dann wirklich irgendwie 3 Tage später in diesem Seminar, ja. Das hat dann alles funktioniert und so hat dieser Weg begonnen und ich gehe da auch weiter noch und habe diese Ahnenseminare weiter besucht und auch Frauenseminare besucht. Ja, ich stehe ganz am Anfang von diesem Weg, aber ich bin einfach sehr neugierig und das, was ich dort antreffe, das ist so eine Schnittstelle zwischen dem, was mir im Yoga begegnet ist, in der Kampfkunst begegnet ist, zum Teil in der Schulmedizin und in der Psychotherapie begegnet ist. Das ist so, das führt alles dahin und das macht es so attraktiv. Ja, wir sehen das ja auch so, dass die Naturheilkunde und auch die Schulmedizin so sich gegenseitig ergänzen und auch gut harmonieren können, wenn man denn möchte. Mhm. Das ist ähnlich. Ich sehe das ähnlich, dass das wundervoll wäre, wenn das ein gemeinsames Schwingen wäre, ein Ergänzen, ein Zusammenarbeiten, ein sich austauschen zwischen Kollegen. Also wenn es jetzt zum Beispiel um einen Menschen geht, der krank ist und wo man sich austauschen könnte, wo man zusammenarbeiten könnte, wo einfach die Gesundung und die Heilung im Zentrum steht, das wäre großartig. Ja? Also es gibt natürlich auch so oder so Teilbereiche, die ich ganz wunderbar finde. Ja? Also die Notfallmedizin, in der Schulmedizin und vor allen Dingen auch hier bei uns in diesem Land ist einfach sehr, also kann ich gar nicht überblicken, aber ich erahne, dass das wirklich was kann. Ja? Also wenn der Mensch einfach vorher bestimmte Dinge nicht beachtet hat und nicht gut vielleicht für sich gesorgt hat und es ist dort in diese Richtung gegangen, in Richtung Notfallmedizin, dann können da Wunder passieren. Aber danach darf es dann weitergehen, weil es Wunder allein gerettet zu werden, ja, reicht ja nicht. Es darf ja danach weitergehen. Wenn das, was ich bisher eingenommen habe, vielleicht in diesem Notfall geendet ist, dann kann ja das, was ich vorher gemacht habe, nicht der Weg sein, weil sonst wäre es ja nicht so geendet. Also darf ja ergänzend was hinzukommen oder eine Änderung im vorherigen Behandlungsplan geschehen. Und in der Lebensweise natürlich, also Lebensweise ganz oben, ja. So, nicht nur in der Behandlung darf was passieren, sondern da scheint ja im ganzen System irgendwas nicht ganz im Fluss zu sein. Ja, auf jeden Fall. Das ist oft der ganzheitliche Ansatz, das Wichtigste ist dann am Ende. Okay, jetzt nochmal zu deiner Gebärmutterreinigung. Und zwar hast du denn irgendwie direkt körperlich das auch nochmal gespürt oder kannst du das nochmal irgendwie zusammenfassen, wie du das empfunden hast, kurz danach, nach dieser zweiten Session, sage ich mal? Was ich auf jeden Fall spüre, ist eine Verbundenheit mit anderen Frauen. Und zwar in einer Tiefe, also es hat so was Urweibliches, ja. Also selbst wenn wir in einem normalen Haus sind, mit 4 Wänden ringsrum, hat es sowas, so eine Zusammengehörigkeit, so ein tief verankert wird es in mir. Und das hilft mir auch in so Krisensituationen oder wenn ich, ja, einfach in meinem Alltag, dass es diesen Zusammenhalt gibt, diesen urweiblichen und wie viel Kraft wir haben, nur mit 40 Frauen. Wie, also auch körperlich und also überhaupt als ganzes System, was da für eine Kraft in diesem Raum ist und wenn das in eine gute Richtung kanalisiert wird, was möglich ist, zu verändern. Also das auf jeden Fall. Was noch passiert ist, dass in der Familie einfach das Verhältnis sich ändert. Steht irgendwie mehr Verständnis oder die Kinder sind auch anders zu mir, wenn ich da so in der Kraft bin oder nach dieser Reinigung. Ich weiß es nicht. Also es kann Ayla sicherlich besser sagen, was genau passiert. Aber ich merke eine positive Veränderung in der Familie und in der Partnerschaft. Ja. Also eine Bekannte sagte, die ist um die 60 und die sagte, die war auch bei dieser Reinigung und die sagte, ich weiß gar nicht, was mein Mann die ganze Zeit hat. Jetzt schlawenzelt der immer um mich rum und das kenne ich gar nicht mehr. Wir sind ja seit Jahrzehnten verheiratet, aber irgendwie ist der ständig da und dann bringt er mir was. Ich weiß gar nicht, was der hat. So. Ja, also das ist ein Bild, was passiert dann. Also es entsteht wieder eine neue Anziehungskraft auf einer anderen Ebene. Ja. Also würdest du sagen, die Ausstrahlung hat sich so ein bisschen verändert von den Frauen, dann, die da teilgenommen haben? Ja, absolut. Genau. Mhm. Ja, du hattest ja vorher ein Dreivierteljahr probiert, schwanger zu werden und dann hast du gesagt, ist es auf einmal, warst du schwanger denn in dem Zyklus noch? Also würdest du schon auch das in direkter Verbindung bringen, dass es dir sehr geholfen hat, dann in dem Fall beim Schwanger? Ja. Zumal Ayla auch gefragt hat, welche Frauen einfach schwanger werden wollen, die gerade anwesend sind. Und diese Frauen hat sie dann auch nochmal am Ende dieser Reinigung gesammelt und mit denen ein Gespräch geführt. Und ja, vielleicht Ayla helfen kann oder dann geholfen hat, unabhängig oder zusätzlich zur Gebärmutterreinigung, kann ich nicht sagen. Okay. Und ja. Das war immer in Kombination mit dieser Übersetzerin, oder war das so? Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Wie hast du denn eigentlich erfahren, dass du dann schwanger geworden bist? Na, erstmal hatte ich so ein Gefühl, dass ich schwanger sein könnte. Und hatte, glaube ich, auch nach, sagen wir mal, 3 Wochen einen Schwangerschaftstest gemacht und der war negativ. Da habe ich gedacht, okay, komisch. Also ich hatte mein Gefühl auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Maschine, die sagt, du bist nicht schwanger. Komisch. Und das Gefühl blieb aber. Und zusätzlich kam dann auch noch so ein morgendliches Flausein irgendwie und auch eine Verhaltensänderung und Spannen in den Brüsten. Ich dachte, komisch. Und dann habe ich irgendwie, weiß ich nicht, nach 6 Wochen nochmal einen Test gemacht. So, und dann war ich schwanger. So. Ja, schön einfach. Also war einfach stimmig. Es stimmte, weil ich gefühlt habe, dass 2 Kinder zu mir gehören. Also es war wie, das ist richtig, dass das so ist. Also es ist ja auch bei der Körperbeobachtung, wenn man jetzt die Körpertemperatur noch messen würde, dann ist es auch nochmal einfacher, das festzustellen, ob man schwanger ist. Ja. Einwerfen. Also bei mir war es ähnlich im letzten Schwangerschaftszyklus, dass ich einfach meine Tage bekommen habe. Und ich war aber trotzdem schwanger. Ja. Und ich habe das dann gesehen, weil meine Temperatur einfach oben blieb. Ja. Ah, okay, ja. Mhm. Und da hätte, glaube ich, der Test, ich weiß gar nicht mehr, ob ich ihn gemacht habe, hätte wahrscheinlich auch negativ erstmal angezeigt. Ja. Ja. Auch immer eine praktische, gute Anwendung, die Körperbeobachtung. Ja, absolut. Ja. Mhm. Um auch mitzukriegen, dass man schwanger geworden ist. Denn. Wie war denn dann deine Schwangerschaft? Wie lief die ab? Also sehr unkompliziert. Also gegenüber der ersten Schwangerschaft, also sehr unkompliziert. Ich hatte mir auch schon eine tolle Hebamme gesucht, die für Hausgeburten auch zuständig ist, aber einfach eine gute Hebamme, mit der ich eine tolle Verbindung hatte. Und sie hat mir die Freiheit gelassen, zu sagen, was ich brauche. Bis zum fortgeschrittenen Schwangerschaftsmonat bin ich zu einem Gespräch zu ihr gegangen. Also ich hatte manchmal so, oh, kann ich das noch machen? Kann ich dort noch irgendwas besuchen, was mich so interessiert? Und dann hat sie mir das gespiegelt. Ich sage, Mensch, du siehst so glücklich aus. Wenn du dahin möchtest, dann tu es doch. Das, wenn du nicht irgendwie eine Riesenreise vor dir hast, dann würde sie mir abraten. Aber jetzt irgendwie so was Kleines zu machen, irgendwo, wo ich Lust drauf habe. Also sie hat mich immer eher unterstützt bei Ängsten, die sich aufgebaut haben. Mhm. Genau. Und deswegen war das sehr unkompliziert, sehr angenehm. So. Ich habe sogar neue Dinge begonnen. auch wieder mit Frauen und ja, wieder was zu organisieren und mich da weiterzuentwickeln und Dinge zu lernen und auch eine Prüfung abzulegen in dem Bereich. Und es war einfach toll, dass ich das konnte und dass ich da Lust drauf hatte. Und ansonsten ist in der Schwangerschaft war alles, sage ich mal, also die hat dann auch keine Untersuchungen so gut gemacht, ihr habt euch eher unterhalten? Oder? Wir haben uns meistens unterhalten und am Ende so hat sie dann gesagt, so ja, jetzt müssen wir mal doch mal Blut abnehmen und so, dass wir einfach bestimmte Daten haben, weil sie war ja, ich wollte sie ja für die Hausgeburt haben und da hat sie gesagt, so jetzt brauchen wir doch mal Blut und so, das braucht sie jetzt, so, auch wenn ich das gerade jetzt nicht fühle und nicht möchte oder nicht möchte, hat sie nicht gesagt, aber sie braucht das jetzt und das war dann auch in Ordnung und dann haben wir dann nochmal ein HB bestimmt zum Beispiel und genau. Und dann natürlich gegen Ende auch mal gucken, wie das Kind liegt und so und mal schauen, wie groß es ist. So. Mhm. Okay. Und halt mit ihren Händen und mit Zentimetermaß und genau. Und dann hat sie mir empfohlen, weil das bei der manuellen Untersuchung halt war der Kopf nach oben und da hat sie mir auch empfohlen, ich soll nochmal einen Ultraschall machen und dann war ich nochmal bei der Gynäkologin und die hat dann einen Ultraschall gemacht und dann hieß es ja, der Kopf ist nach oben. Und das war, welche Woche, das war 30., 29. so. Und das war schon notwendig, genau, dass wir das gemacht haben. Mhm. Dann ist es höchstwahrscheinlich bei der Drehung in der Nacht, in der 33. Schwangerschaftswoche, zum vorzeitigen Blasensprung gekommen. Also das Baby wollte sich anscheinend drehen und dabei ist dann die Fruchtblase geplatzt und dann war natürlich klar, also erstens, also dass ich ins Krankenhaus muss, so, weil es ist eine Frühgeburt, 7 Wochen früh, die kriege ich nicht zu Hause auf der Couch, so. Und damit sind natürlich auch ein paar Träume zerstört worden in dem Moment, aber dann ging es halt weiter, ne? Und es ist dann per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen, weil das auch das Krankenhaus, wo ich war, die machten diese Lage, wollten die nicht spontan entbinden. Da hätte ich dann nochmal durch die ganze Stadt gefahren werden müssen und das wollte ich nicht. Dann ist es per Kaiserschnitt zur Welt gekommen und wir haben uns dann nach 4 Tagen entlassen lassen und dann habe ich das Baby mit nach Hause genommen. Echt? Obwohl es eine Frühgeburt war, ging das schon dann relativ schnell? Es war erst auf der Überwachungsstation und dann habe ich mich erkundigt, gab es irgendwelche Probleme mit den Vitalparametern, gab es irgendwas, was dagegen spricht, dass es bei mir ist? Nein, gab es nicht, außer dass man das vielleicht so macht. Und dann war ich sehr unglücklich darüber, dass das nicht bei mir ist, das Baby. Und dann hat mein Partner sich dafür eingesetzt, dass das Baby zu mir kommt. Dann hatte ich gewisse Auflagen. Also das Baby muss an dem Tag so und so viel zunehmen. Dann habe ich einfach ganz viel gestillt. Bis ich nicht mehr konnte. Dann hieß es am nächsten Tag, das Baby muss die und die Temperatur halten oder haben. Dann habe ich das dick eingepackt und gehütet, Temperatur. Also ich habe dann jeden Tag irgendwelche Daten erfüllt, die dann sein sollten. So, und dann hieß es ja am Ende, dass man mich ja trotzdem nicht dann entlassen lassen könnte. Ich sage, ich gehe jetzt nur hier raus mit diesem Kind. Aus diesem Krankenhaus. Es gibt nichts anderes. Ich gehe nur mit diesem Kind aus diesem Krankenhaus. Ob es noch andere Situationen, was dagegen gesprochen hat, dass das Baby ohne mich dort bleibt und gegen ärztlichen Rat aus dem Krankenhaus gegangen, nach Hause. Ich wurde wunderbar begleitet von der Hebamme und ja, ab da war es ja schön, also weil ich war mit dem Kind und ich hatte es den ganzen Tag bei mir und die Hebamme kam jeden Tag vorbei und hat geschaut und ja, fühlte mich einfach sehr gut, wo wir dann zu Hause waren. Es ging jeden Tag besser. Wir haben uns erstmal kennenlernen können in aller Ruhe. Ja, so das Baby und ich. Wow, das ist bestimmt eine harte Zeit gewesen. Also ich kann mir vorstellen, dass es nicht so einfach war, da sich durchzusetzen im Krankenhaus. Ich habe schon andere Geschichten gehört, wo das eher anders möglich ist. Ja, herzlichen Glückwunsch, dass ihr das geschafft habt, da euch selbstbestimmt. Das war die Kurzfassung, ja. Also es war wirklich eine sehr intensive Zeit, hat mir aber gezeigt, dass ich ganz viel Kraft habe und dass die Partnerschaft, in der ich bin, einfach auch ganz viel Kraft hat. Weil alleine hätte ich das nicht bewältigen können, ja. Also dieses Auto dann beim Krankenhaus vorzufahren, wo wir dann einsteigen und mit dem Baby davon brausen. So. Ja, also da haben wir auf jeden Fall als Team, als Familie dazu gehört, weil nur, wenn jetzt mein Partner das nicht mitgetragen hätte, wäre das nicht gegangen. Also wir waren einfach wirklich eine große Kraft und damit ließ sich das dann einfach bewältigen. Ja. Super. Okay, Christine, wir kommen zum Ende des Interviews. Mhm. Ich will nochmal abschließend allen, die zuschauen, die vielleicht auch schon ein bisschen älter sind und jetzt noch schwanger werden möchten in den nächsten Jahren oder Monaten, Zyklen und so weiter, mitteilen, zusammenfassend, was du erlebt hast und deine Erfahrungen teilen hier. Mhm. Also das Erste ist, zum Thema Alter, ich hatte mal miterlebt, dass meine ehemalige Gynäkologin, ich glaube mit 46, 47 ein Kind bekommen hat, als Gynäkologin, ja, die es ja wissen müsste, aber die ist auch nach ihrem Gefühl und nach ihrem Herz gegangen und das Kind ist gesund zur Welt gekommen und alles gut, ja, also die Frage mit dem Alter, also wenn das klappt und wenn das große Ganze vorhat, dass das Kind zu einem kommt, dann ist es unabhängig vom Alter. Und was ich sagen würde, ist einfach, sich aufs Gefühl zu verlassen. Und das ist aber nicht nur, was die Schwangerschaft angeht, sondern alles. Ja, wenn sich ein Lebensmittel im Laden schlecht anfühlt, wenn ich es angucke, anfasse, was auch immer, oder ich esse es und ich spüre, es ist nicht gut für mich, dann lasse ich es so. Und das mit allem, ja. Egal welchen Schritt ich mache und was mir angeboten wird und was im Internet steht, zu gucken, wie fühlt es sich an. Und wenn es sich gut und öffnet anfühlt, dann ist es mein Weg. Und wenn es das nicht tut, wenn es sich einengt und sogar Schmerzen macht, dann ist es nicht mein Weg. So mehr auf das Gefühl zu achten und auf das Natürliche. Also natürliches Wasser und natürliche Lebensmittel und also natürliche Kleidung und natürliche Beziehungen zu führen, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und dann kommt auch der Rest. Und was ich wichtig finde, ist einfach die Zeit zu nutzen, sich weiterzuentwickeln, was die eigenen Gedanken und Emotionen angeht, so in Stresssituationen, weil das brauche ich als Mutter. Also ob das klappt oder nicht, brauche ich es entweder mit meinen Mitmenschen in der Partnerschaft oder ich brauche das total in meiner Familie mit meinen Kindern, ja. Also selbst so ein Vierjähriger kann da wirklich eine Herausforderung sein. Und wenn ich da einfach gefestigt bin und mich geprobt habe, dann ist das sehr, sehr wertvoll für mein ganzes Leben. Also einfach die Zeit zu nutzen und nicht nur zu warten und auf die Uhr zu gucken und den Partner unter Stress zu setzen oder die ganze Umwelt, sondern diese Zeit zu nutzen zur Weiterentwicklung, weil das kann ja der Punkt sein, warum das Kind noch nicht da ist, weil mir genau etwas noch fehlt, dass dieses Wesen, was vielleicht schon kommen möchte, sagt, nee, das brauche ich noch. So, genau. Das würde ich sagen. Ja, super, Christine, das hast du echt schön formuliert, finde ich, jetzt am Ende. Gut zusammengefasst. Ich wünsche dir alles Gute, Christine, auf deinem weiteren Weg und sage erstmal Tschüss. Danke dir, Anne. Danke.